Seid mir gegrüßt, ihr höchst konnektiven Mobilfunksignalsucher. Hier ist der Techboss und heute schauen wir uns mal ein sehr günstiges China-Smartphone an, an dem leider wirklich nicht alles so geil ist, wie man es sich vielleicht wünscht. Die Rede ist vom UMI Digi One. In der Vorweihnachtszeit überlegt sich doch der ein oder andere mit Sicherheit, ob er einem von seinen Familienmitgliedern etwas Gutes tut, indem er ihm vielleicht ein neues Smartphone schenkt. Ob es jetzt die Oma, der Opa ist, der Papa oder die Mama oder irgendein Onkel oder Tante. Sowas kommt gut an, wenn man es sich leisten kann. So ein iPhone zu verschenken wäre natürlich eine nice Sache, aber das ist ganz schön teuer. Deswegen gibt es China und dort günstige China-Smartphones wie das UMI Digi One. Ob man jetzt ein Handy wie dieses in Betracht ziehen sollte, stellen wir heute fest, denn man sollte einiges über das Gerät wissen. Die Jungs und Mädels von UMI Digi haben mich mit einem weiteren Smartphone beworfen, nämlich dem UMI Digi One. So, wenn wir es schon mal hier haben, schauen wir es uns genauer an. Das Ding kostet 150 Euro und wir sollten unbedingt rausfinden, was es kann für das Geld. Denn wir sind ja neugierig, ne? Das Handy kommt mit standardmäßigem Zubehör wie Ladekabel und EU-Adapter, außerdem SIM-Eject-Tool, Anleitungen und ohne USB-C-Audio-Adapter. Liegt einfach daran, dass wir noch den guten alten Kopfhöreranschluss haben. Halleluja, ein Kopfhöreranschluss. Vielen Dank. Außerdem gibt es den obligatorischen vorinstallierten Screen Protector und die ebenfalls vorinstallierte Schutzhülle. Um gleich mal die Verwirrung etwas zu beseitigen, es gibt hier das One und das One Pro. Der Unterschied zwischen diesen beiden Modellen ist einmal, dass der Speicher ein bisschen anders ist. Beim One 32 GB und beim Pro 64 GB. Beide kommen allerdings mit 4 GB Arbeitsspeicher. Das One Pro kann dank Quick Charge mit bis zu 18 Watt geladen werden. Das One geht nur bis 10 Watt, dauert entsprechend ein bisschen länger. Rechnet mal damit, dass ein Vollladen des Akkus beim One ca. 2 Stunden dauert. Das One kann wahlweise mit 2 SIM-Karten oder mit einer SIM-Karte und einer Micro-SD-Karte bestückt werden. So kann der Speicher um bis zu 128 GB erweitert werden. Das 19:9 Display löst mit 720x1520 Pixeln auf und ist für die Größe und den normalen Gebrauch gerade noch so ausreichend. Allerdings kann man mit bloßem Auge schon die ersten Pixel erkennen. Die Ränder um das Display sind grenzwertig. Durch den leicht gewölbten Rahmen sind sie insgesamt ca. 3 mm breit, was nicht direkt bahnbrechend ist und gemessen an aktuellen Maßstäben schon fast ein wenig plump wirkt. Beim Kinn und der Notch sehen wir ebenfalls Verbesserungspotenzial. Aber wir dürfen natürlich hierbei auch nicht vergessen, es handelt sich hier um ein echtes Budget-Handy. Das Ding kostet gerade mal 150 Euro. Bevor wir zu den Innereien kommen, ein schneller Blick um das Gerät herum. Es gibt, wie erwähnt, eine vorinstallierte Displayschutzfolie, die das 2,5D-Glas vor Kratzern schützen soll. Allerdings ist diese Displayschutzfolie ein bisschen kleiner als der vom Display anzeigbare Bereich. Das ist irgendwie blöd, weil dann hat man ganz am Rand immer die Kante von diesem Displayschutzfolien-Gedöns sichtbar. Und das ist irgendwie nicht so elegant. Um das Handy herum verläuft der verchromte Metallrahmen, der umlaufend sauber mit dem Display und der Rückseite abschließt. Auch hier gibt es aus Budgetgründen einen schmalen Kunststoffrahmen, der das Bindeglied zwischen Rahmen und Glas darstellt. Auf der rechten Seite hat der Fingerabdrucksensor Platz gefunden und direkt darüber die Lautstärkewippe. Der Fingerabdrucksensor funktioniert relativ zuverlässig und gerade noch schnell genug für den alltäglichen Gebrauch. Was mir am besten an dem Ding gefällt, ist die Positionierung. Wenn man das Handy in der Hand hat, dann flutscht der Daumen direkt einfach auf die richtige Position. Das ist ziemlich cool. Auf der Unterseite gibt es einen Lautsprecher, den USB-C-Anschluss, das Mikrofon und den allseits beliebten Kopfhöreranschluss. Links dagegen ist nur die kombinierte SIM- und SD-Tray-Schublade. Und oben entdecken wir nur noch ein Mikrofon für die Geräuschunterdrückung beim Telefonieren. Die Rückseite ist wie die Vorderseite aus Glas. Auch hier setzt UMI Digi auf 2,5D-Glas. Das trägt sehr zur angenehmen Haptik bei, liegt gut in der Hand und sieht dank dem Twilight-Farbton auch noch recht schick aus. Am oberen Ende der Rückseite gibt es die Dual-Kameras mit 12 und 5 Megapixel und den Dual-LED-Blitz. Kameraseitig gibt es hier auch noch eine kleine Besonderheit. Die Selfie-Kamera bietet mit 16 Megapixel eine höhere Auflösung als die Hauptkameras auf der Rückseite. Die Dicke des Telefons ist ein bisschen über dem Durchschnitt. Die gängigen Telefone, die ich aktuell so immer wieder mal zum Testen bekomme, sind da schon erheblich dünner. Zum Beispiel ist es ca. 1,5 bis 2 mm dicker als mein altes Galaxy S7 Edge. Und das merkt man auch, wenn man den Prügel in der Hand hat, denn das fühlt sich schon, ich sag mal, robust an. Ist aber vielleicht nicht unbedingt das Schlechteste, wenn man das Ding jetzt zum Beispiel seinem Opa oder seiner Oma schenken möchte. Das One kommt mit Stock Android 8.1 und ist vollkommen frei von Bloatware. Das finde ich an UMI Digi so geil, dass die einfach nur Vanilla Android da drauf packen, ohne irgendwelchen Bloat-Scheiß.
Der Wechsel auf einen anderen als den vorinstallierten Launcher ist übrigens auch kein Problem. Die Sprachqualität beim Telefonieren ist sehr gut, für mich und den Gesprächspartner. Laut und deutlich, so wie es sein soll. Die Lautsprecher des Handys sind tatsächlich Stereo, einer auf der Unterseite, wie wir schon gesehen haben. Und der zweite ist, standesgemäß, die Hörmuschel. Das Blöde ist, die Hörmuschelseite der Lautsprecher-Stereo-Geschichte ist auch wirklich nur so laut wie eine Hörmuschel. Also man hört das Ding so gut wie überhaupt nicht. Man muss wirklich den unteren Lautsprecher zuhalten und sich das Telefon ans Ohr halten, damit man diesen Ohrmuschel-Lautsprecher wirklich wahrnehmen kann. Ansonsten ist das Ding sinnlos. Wenn man also normal YouTube-Videos oder sowas schaut, dann hört sich das einfach an wie nur ein Lautsprecher. Das ist irgendwie blöd. Kommen wir nochmal zur Kamera. Diese verfügt über einen klassischen Bokeh-Effekt. Der wird aber nicht sonderlich sauber gemacht. Außerdem bekommen wir noch einen HDR-Effekt, der dafür ausnahmsweise tatsächlich einigermaßen funktioniert. Die Bildqualität geht einigermaßen in Ordnung. Wenn es draußen hell und bunt ist, dann schaut das alles ganz okay aus. Sobald aber das Licht ein bisschen schwächer wird, fängt auch die Kamera stark an zu schwächeln. Im Videomodus ist es sogar extrem, denn die angepriesenen 30 Bilder pro Sekunde werden im Leben nicht erreicht. Das sind höchstens 15 Bilder. Das resultiert einfach in einem Video, was total shaky aussieht und total abgehackt. Und selbst mit der elektronischen Bildstabilisierung wird das nicht besser. Also schaut euch einfach an, was man damit macht. Und selbst im Fotomodus ist die Vorschau auf dem Display kein Stück besser. Es ist abgehackt, es ist wie einfach von einem Handy, was von vor 10 Jahren ist. Vielleicht von vor 7 Jahren. Auf jeden Fall sehr lange her. Und das ist absolut nicht Stand der Technik. Diese Kamera, oder lass es auch nur die App sein, keine Ahnung, ist einfach für den Arsch. Das funktioniert nicht. Wer also ein Handy mit einer guten Kamera sucht, der ist hier definitiv falsch. Die restliche Performance ist dank dem Helio P23 Prozessor für den täglichen Gebrauch ausreichend. Apps starten schnell und laufen flüssig. Besonders aufwendige Spiele laufen zwar, aber eben nicht gerade in der höchsten Auflösung und Detailstufe. Für normales Internetsurfen, Telefonieren, Chatten und so weiter reicht die Performance einwandfrei aus. Die Akkulaufzeit geht dank des sparsamen Gesamtkonzepts, also der geringen Displayauflösung und des kleineren Prozessors, vollkommen in Ordnung. Man kommt auf jeden Fall locker durch den Tag, wenn man ein bisschen spart, auch mal 2 Tage oder wenn man es kaum benutzt, vielleicht auch mal 3 Tage. Kommen wir mal zum Preis. Auf Amazon bekommt man das Handy in der Regel um die 150 Euro. Für die Pro-Variante mit NFC, Wireless Charging und etwas mehr Speicher werden ca. 170 Euro fällig. Ich kann das Handy nur bedingt empfehlen. Als mein persönlicher Daily Driver hat das Ding absolut keine Chance, allein schon wegen der bescheuert schlechten Kamera. Davon abgesehen bietet das One aber guten Empfang bei 3G und 4G sowie beim WLAN. Konnektivität ist also einwandfrei. Und dadurch eignet sich das Handy besonders als Zweit- oder Notfall-Handy oder eben als Geschenk für Leute, die auf Performance oder auf Kameraleistung keinen Wert legen. Für alle Interessierten gibt es natürlich die passenden Links in der Videobeschreibung. Wer darüber kauft, unterstützt mich und meinen Kanal wie immer mit der maximalen Kraft seiner Klicks. Außerdem gibt es da noch den CPSSL. Ihr wisst schon, Link öffnen, Link in die Schnellstartleiste eures Browsers ziehen und immer wenn ihr zu Amazon wollt, diesen Link benutzen. Dadurch wird jeder Kauf, der getätigt wird, meinem Affiliate-Konto zugerechnet und ich bekomme eine Provision für alles, was gekauft wird. Dadurch entsteht euch kein einziger Cent extra Kosten und ihr helft mir trotzdem wirklich maximal. Ich freue mich über alle, die bis jetzt schon mitmachen und natürlich auch über alle, die sich jetzt überlegen, hey, ich könnte den guten Mann ja ein bisschen unterstützen. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Es hilft mir wirklich ohne Ende. Ich kann mir zum Beispiel Sachen wie das hier leisten. Davon gibt es übrigens auch bald ein Review. Dauert nicht mehr lang. Weiter im Text. Im täglichen Gebrauch fühlt sich das Handy echt wertig an. Das wird auch durch die verwendeten Materialien und das Design unterstrichen. Der Chromrahmen ist Geschmackssache, ebenso die Twilight-Rückseite. Wer nicht so auf bunt steht, für den gibt es auch eine schwarze Variante oder eine Carbon-Version. Und wer ein bisschen mehr Zeit für den Versand hat, der kann auch bei Gearbest bestellen. Da bekommt man das Ding zeitweise schon für um die 120 Euro, muss aber mit 10 bis 20 Tagen Versandzeit rechnen. Wenn ihr noch weitere Fragen zum UMI Digi One oder ähnlichen Geräten habt, immer in die Kommentare damit. Auch, was ihr sonst noch wissen wollt, in die Kommentare, dafür sind sie da. Mein Name ist Stefan, ich bin der Techboss. Es war cool, dass ihr hier wart und euch das Video über das UMI Digi One in eure Gehirne aufgesaugt habt. Herzlichen Dank dafür und für eure Unterstützung. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Bis dahin, macht's gut und ciao.